Hey Leute, heute kommt ein neues Video von mir. Nämlich ein, mehr gesagt, anderes Video. Denn ich dachte mir, ja, komm mal, ich habe ja schon mal die What's in my Bag gemacht. Und ich dachte mir, wenn wir schon den What's in my Bag gemacht haben, machen wir doch einfach den What's in my School Bag. Und ich habe noch nichts rausgenommen, außer mein Snowy. Den kann ich auch gleich fertig essen. Und ja, wir fangen an. Also, meine Tasche. Ich muss mich besser hinsetzen. So. Von vorne bis hinten so voll. Die ist von der Marke Dorking. Und ja, hier auf dieser Seite. Okay, auf dieser Seite habe ich nichts. Da beginnen wir schon hier. Und zwar habe ich so ein Ding dran. Und dann habe ich hier an dieser Seite einen Schirm. Weil einen Schirm kann man ja überall mal gebrauchen. Auch wenn es vielleicht morgen nicht so schön regnet. Aber es kann sein, dass es einfach zu regnen. Ja. Dann gebe ich es hier. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Farb. Und dann den größten Farb. Und wir gehen hier oben. Also hier habe ich eigentlich meistens ein Haargummi, aber den habe ich gerade da. Also dann habe ich einmal so ein Stabilo, zwei Bleistifte und noch so ein Leim. Eigentlich auch noch ein Gummi, aber den brauchte ich heute mal. Nächstes habe ich hier was. Okay, hier habe ich einmal. Ich bin so dumm. Ich habe einfach zwei Zinnis mitgenommen. Egal. Okay, einmal da. Ausnahmsweise mal zwei Zinnis drin. Und zwar Haselnüsse. Die habe ich am meisten so gejagt, aber ich habe sie nie zu Zinni, weil die sind auch so klein. Und die habe ich eigentlich immer zu Hause, also esse ich zu Hause, wenn ich meine Hausaufgaben zwischendurch mal mache. Und wenn ich sie mache, dann esse ich paar. Das sind eigentlich immer so. Aber weil ich ja den Tisch noch nicht hatte, habe ich die immer da gehabt bei meinem Schminktisch. Und dann habe ich da vorne noch so meine Hausaufgabenbüchlein, weil dann braucht man immer für die Hausaufgaben halt dran zu schreiben, sonst vergesse ich sie. Wie immer halt. Und ja, und dann habe ich hier noch mein Fischi. Und zwar sind das halt, die üben wir halt für den Französisch, also für Französisch halt. Und also hier sind die Blätter. Da lernt man erst. Dann hat man es noch nicht richtig im Sinn, aber trotzdem. Und dann ist man hier, hat man fast alle, kann man alle. Und hier ist es halt eingewurzelt. Also da hat man einfach, kann man einfach alles, und wenn man die vergisst, alles wieder von vorne. Und bei vorne, hier vorne hat es nichts. Okay, hier lasst ihr einfach mal hier so. So, dann beim großen Fach, da habe ich vorne mein Federmäppchen, weil okay, ein Federmäppchen kann jeder mal gebrauchen. Okay, von Anfang sieht es so aus. Hier drin habe ich meine Tintenpatronen. Tinte halt. Ja, die zeige ich euch für gleich, was ich die habe. Dann hat so ein Klappding, da habe ich gar nichts, weil ich, wenn ich die was rausnehme, dann tue ich die. Ist mir schon mal beim letzten Video passiert. Okay. Übrigens, ich filme gerade mit meinem Handy und es spielt ein bisschen darum.
Also da habe ich einmal ein Lineal, dann Markierstift, zwei Gummis, Bleistift, Stilo und Farbstifte. Filzstifte brauche ich nicht unbedingt, aber dann habe ich hier mein logisch, also Mathebuch, mein Matheheft, mein Deutscharbeitsheft oder Buch, mein Heft und mein sprachstarken Buch, mein Federmäppchen, also mein Mäppchen halt. Dann habe ich hier mein Englischbuch, mein Schreib, also ein Heftchen, wo wir halt Deutsch reinschreiben und so. Dann habe ich hier das Englisch-Arbeitsheft, Französisch-Arbeitsheft, Deutsch-Heft, also halt so ein Heft halt. Und dann habe ich hier noch den Sing-Ding-Mäppchen. Und da ja, habe ich noch Französisch. Und dann habe ich da noch meine Bücher. Die Bücher zeige ich gleich. Und zwar habe ich hier drin einfach so ein für den Vortrag, so ein Blatt, wo ich vorlesen muss. Und dann habe ich hier einmal mein Buchvortragbuch. Den zeige ich euch jetzt nicht, weil als erstes, weil meine Freundin oder meine zwei Freundinnen und so, keine Ahnung wie viel, die zuschauen und den muss ich ja auch vorlesen, weil die wieder in der Schule gehen. Aber die kann ich euch zeigen. Da habe ich einmal den Muffin Club. Habe ich einmal schon mal gelesen, ein Buch. War sehr spannend. Ich habe jetzt die Nummer 6, obwohl man ja eigentlich muss die Reihenfolge nehmen. Ja, und dann habe ich noch Penny Pepper. Habe ich bin bei der Seite 48. Nein, ich habe es durchgelesen. Ich bin bei der Seite 50. Und ich lese eigentlich immer ein Buch. Das war's. Und ich tue mal kurz alles wieder rein. Also, ich habe die einfach so eingepackt, weißt du? Und ich dachte, ja, komm, nimm einfach das mit. Und dann habe ich gedacht, oh, ich glaube, ich vergesse mein Souvenir. Naja. Ich habe Nüsse gern, aber es gibt paar Nüsse, die nicht so gut sind. Kennt ihr das? Das bedeutet nicht, dass ich Violette hasse, sondern ich habe einfach so ein Zeichen und so gemacht. So, ihm zum Beispiel, weil er immer dankt, dass er lustig ist. Zum Leon, weil... So. Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache gleich noch meine Hausaufgaben, gucke noch kurz auf Instagram und so. Ja. Peace, Leute, und bye!